Hallo Freunde, hier ist wieder euer Tobi und jetzt geht's weiter und ich bin schon aufgeregt, weil ja, wir gehen also zum Markt. Guck mal, was es da gibt. Da gibt es einen Ring, aber Level 5 Ring. Oh, aber er kostet nur 10. 10 andere Vorzehen? Ansehen oder Vorräte? Oder der Blitzrunenstein. Plus 1 aggressiv. Ich weiß nicht, was aggressiv ist. Aber das hier, 2 abgelenkte Stärkeschaden und einen Willen pro Tötung, das ist Wahnsinn. Den möchte ich, aber wir haben noch keine 10, keine 5. Egal, komm. Egal. Ist egal. Das ist Wurst. Wir benutzen den dann, wenn wir jemanden haben für Level 5. Mit Level 5. So, als erstes wird mal Alette befördert. Und Alette ist ein Charakter, der hinten steht. Also der quasi selbstverständlich. Zack. Werden wir die befördern auf Stufe 2 und wir brauchen halt die auf Stufe 5. Wir können das nicht benutzen, solange sie nicht auf Stufe 5 ist. Ja. So ist es. Hat es jetzt? Ich vermute mal schon. Jetzt gehen wir auf die Punkte und zwar, sie wird auf jeden Fall ihre Willenskraft verketten. Und zwar komplett verketten. Ja, dass sie richtig einen raushauen kann. Ja, das wäre natürlich mega. Das aber andererseits noch eine Willenskraft mehr würde auch nicht schaden. Und ein Stärkepunkt ist nie verkehrt. Ah, ist das schwierig. Also machen wir eine Verkettung und einen Stärkepunkt. So wird das hat gemacht. Hat sie denn jetzt oder hat sie nicht? Hat nicht? Junge, Alette, zieh doch dein Armband an. Ah, reinziehen. Okay, alles klar. Alles klar, muss man ja wissen. Aber jetzt wissen wir es und wir haben das hier, da freue ich mich schon drauf. Ja. 2 abgelenkte Stärkeschaden und einen Willen pro Tötung. Perfekt. Besser geht's gar nicht. Ja. Damit kann man richtig Schaden reduzieren dann. Okay, Freunde, bumm. Jetzt gucken wir mal. Hast du jemanden gefunden? Ein paar. Ich habe sie reingeschickt. Götter, ist das übel. Ich bin aus der Übung, Rook. Hör zu. Solange wir uns kennen, hast du es immer vermieden, über Wüter zu sprechen. Jetzt wäre es aber höchste Zeit dazu. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass sie selten rasten. Je eher wir aufbrechen, desto besser. Sie folgen uns, bis wir über müde Frauen und Kinder stolpern. Und dann greifen sie an. Und sie werden immer noch mehr werden. Auch wenn wir schon tot sind und sie über unsere Leichen trampeln. Sie sind unerschöpflich viele. Wie hat denn dann irgendwer die großen Kriege überlebt? Frag die Magier. Ich war nicht dabei. Aber ich weiß, dass du tapfer gekämpft hast. Ja. Ich habe für meinen Lebtag genug Schlacken getötet. Darum rettest du uns jetzt. Das kannst du mir nicht vorwerfen. Komm, gehen wir rein. Oh ja. Schlacken. Wüter. Uah. Okay, was anderes machen? Nein. Und die stehen immer noch hier, die Wüter, und glotzen da rein. Brutal. Also, gehen wir rein. In die große Halle. Das Oberhaupt. Rook, den Göttern sei Dank, dass du es geschafft hast. In der großen Halle voller panischer Familien herrscht Radau. Wir können noch nicht aufatmen. Habe ich auch nicht. Was zum Abgrund ist denn los? Sind Wüter unterwegs und plündern Häuser? Die Frau des Oberhaupts sieht dich, er sieht dich und schiebt sich durch die Menge. Sie müssen doch wissen, dass wir hier sind. Warum greifen Sie uns nicht an? Oddlife. Oh ja. Weiß ich nicht. Das kann sich ja noch ändern. Ich habe ein paar Entscheidungen getroffen. Aber sagt mir, was würdet ihr beiden an meiner Stelle tun? Ich wäre schon weg. Die stehen schon vor den Türen. So einfach ist das nicht. Rook, ich vertraue, das ist kein Trimmel. Ich glaube, wir können. Warum sollen wir denn ausharren? Ja, und Ivar hat ja wohl im Krieg gekämpft, also. Ich vertraue Ivar da. Ja, da. Das Oberhaupt seufzt tief auf und lässt die Schultern hängen. Der Mann wirkt um Jahre gealtert. Ich dachte, wir kämpfen und retten die Stadt, aber Unsinn. Ivar hat natürlich recht. Wir können nicht einfach warten, bis wir gemetzelt werden.
Und wo gehen wir hin? Wenn die Güter aus dem Norden kommen? Frostweller im Westen. Das ist nah und befestigt. Ich beabsichtige, Skoga auf einen Schlag zu verlassen und alle mitzunehmen. Das würde ich nicht tun. Wenn sie uns verfolgen, sind wir erledigt. Was schlägst du vor? Ich sorge für eine Ablenkung und ihr geht. Ich hole euch dann auf der Straße nach Frostweller ein. Das klingt selbstmörderisch, Alva. Alva hat recht. Was, wenn Skogge, wenn sie Skogge hinter uns anzünden? Oh. Ja, was, wenn wir Skogge hinter uns anzünden? Was ist da? Das möchte ich nicht tun. Wir werden eines Tages zurückkehren, ob ich das noch erlebe oder nicht. Okay. Lassen wir das Lagerhausgefühl zurück? Wenn wir müssen? Wir lassen alles zurück, außer den Vorräten, die du mitgebracht hast, Brooke. Andererseits ist Frostweller mindestens eine Woche weit weg. Ich weiß nicht, ob wir so viel Nahrung haben. Knapp wird es auf jeden Fall. Wenn wir mit schweren Wagen unterwegs sind, können wir die Wüter nicht abhängen. Und wenn wir nichts mehr zu essen haben, ehe wir Frostweller erreichen, ist es egal, wie viele entkommen. Ich sage immer noch, überlass die Wüter mir. Also, Ivor weiß üblicherweise, wovon er spricht, ich gehe mit ihm. So machen wir's. Das Oberhaupt überlegt einen langen Moment. Ich habe nicht um Rat gefragt, um ihn zu ignorieren. Versprecht, dass ihr euer Leben nicht einfach wegwerft. Das habe ich nicht vor. Ivor? Nein. Dann gehe ich mit dir. Das überrascht dich. Das Oberhaupt streicht sich übers Kinn. Das diskutiert aber nicht. Angesichts der Ausbildung, die sie Alette gegeben hat, zweifelst du nicht daran, dass sie mit einem Bogen umgehen kann. Ah, das ist also Alettes Bogenkampfkunstlehrerin. Okay, ja, dann... Gut. Ich gebe den Einwohnern Bescheid. Leg los, Alba. Wir gehen, wenn ihr soweit seid. Dann muss sie ja richtig was auf dem Kasten haben. Ich will, dass Gil mit uns kommt. Ich sag Gil. Gil ist doch blöd, oder? Gil. Aber ich sag auch Rook und nicht Rook. Aber das macht nichts. Jill. Ich will, dass Jill mit uns kommt. Stellt Ivor fest. Wenn etwas schief geht, muss er das Oberhaupt informieren. Ivor geht ihn suchen. Alette kommt zu dir. Ich weiß, was ihr vorhabt. Ihr müsst mich mitnehmen, bittet sie. Lasst mich nicht hier, bitte. Ich bin auch brav. Gut, Alette. Aber versprich, dass du zuhörst. Diesmal nicht. Nein, die kommt mit. Knallhart, die kommt mit. Ich verspreche es, sagt sie. Bald stößt Ivor zu euch. Gehen wir. Denkt dran, wir wollen nicht gegen sie kämpfen, wir wollen nur ihre Aufmerksamkeit erregen. Ihr betretet den Marktplatz der Stadt, der schon voller Wüter ist. Ivor schlägt auf sein Schild und brüllt Beleidigungen. Töten wir ein paar, ruft er. Der Rest kommt uns nach. Du stellst dich für einen harten Kampf. Okay. 2, 3, 4, 5, 6 und alle oben drin. Alle Level 1 bis auf Palette Level 2, alle ausgerüstet. Keiner Level 5. Wir sind bereit. We're ready. Ready. Das ultimative Böse. Aug in Auge zu bekämpfen. Ja, die beiden stehen hinten, das ist sehr cool, aber zu weit. Zu weit. Jetzt tauschen wir noch die beiden. Geht das? So. Okay. Ja, gute Frage. Was machen wir? Was machen wir? Komm, wir gehen hier hoch. Ja. Glück gehabt? Ich sag jetzt mal, das war Glück gehabt. Wenn wir einen zurückgehen, können wir nicht angreifen. Von hier können wir angreifen. Und von hier in der Nähe unserer Kumpels können wir auch angreifen. Das ist gut. Das ist gut. Jawohl. Jetzt kommt der Riese. Oh, er kann schon. Oh nein! Oh, feil, die Schorbambizeris. Das war nicht gut. Das war sogar richtig mies, um ehrlich zu sein. Junge, war das eine schlechte Entscheidung, da oben das zu machen. Aber er kommt dann auch nicht mal mehr rum.
Aber gut, Glück gehabt. Kann man echt nur sagen, Glück gehabt. Nee. Wir gehen hier hin. Aufspießen ist... Opa. Aufspießen ist Blödsinn. Sauber. Ja gut. Das war's. Dumm gelaufen. Bin ich aber selber schuld. Also. Ja, Pfeilregen ist jetzt eine Fähigkeit. Das kann man machen. Und ja, visiere ein Feld an und betäube einen Fehler, der darauf tritt, mit einem Pfeilregen. Also quasi kann ich eine Blockade sozusagen machen, dass der einfach ein gewisses Feld nicht laufen kann. Ja. Sehr gut. Aber jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Einen jetzt zu verlieren ist natürlich blöd. Aber... den muss man halt wieder heilen, dann. Das ist dann, das geht dann schon. Hamburg können wir nicht machen, okay. Macht das Sinn? Macht nicht wirklich Sinn, oder? Muss man einmal eins zurückziehen. Schwierig, da könnte jetzt ihr auch richtig eine geben. Da wäre es gut gewesen. Das Feld hier hätte mir gefallen. Hier wird es blöd. Gut, wir probieren es halt mal. Na, wobei, wir können den Pfeilregen machen. Jawohl. Reingelaufen, sehr gut. Sehr gut, ja, ja, war gut. Das war gut. Wird doch nicht etwa Alette wieder den letzten Schuss kriegen, oder? Tatsächlich. Okay, also Alette, die, ja, man muss ein bisschen mehr verteilen. Ja, Rook, das war so selber schuld und so unnötig. So unnötig, den Rook da leiden zu lassen. Die Wüter folgen euch problemlos. Na toll. Es wird sogar brenzlig. Doch dann schafft ihr es, sie im dichten Unterholz abzuhängen. Ihr erklettert einen Aussichtspunkt und wartet auf die Karawane. Eine Stunde darauf ist Oddlife die erste, die sie erblickt. Da! Sie zeigt auf die Straße. Als ihr wieder dazustoßt, wird euch klar, dass es Ärger gegeben hat. Einige Leute sind verletzt, andere fehlen. Am Ende der Karawane hat sich eine Gruppe gesammelt. Oddlife geht neben einer zugedeckten Gestalt im offenen Wagen her. Alter Narr, sagt sie durch zusammengebissene Zähne. Ich hätte bei ihm bleiben sollen. Der Tod des Oberhaupts trifft dich wie ein Schlag in die Magengrube. Oh, schweigend gehst du nach Frostweller weiter. Alets Hand fest in deiner. So schnell stirbt also das Oberhaupt. Alles klar, von Skog. Und jetzt die Frau alleine. Plus 20 Ansehen. Sehr gut. Heieiei. Du machst eine Pause, um zu Atem zu kommen. Dabei siehst du, dass die Karawane gefährlich in die Länge gezogen ist. Du kannst das Ende gar nicht mehr erkennen. Wir müssen sie zusammenziehen, bestätigt Ivar. Es wäre zu gefährlich, vor dem Götterstein anzuhalten. Der Pfad müsste bald erreicht sein. Das Tempo verringern, konstant die Karawane. Die Karawane deine Ansprache stärken, muss machen. Du begibst dich ans Ende der Karawane, hebst dir ein kleines Kind auf die Schulter. Kämpft um jeden Schritt! Denkt an die, die es nicht geschafft haben und legt euch ins Zeug. Die Leute sehen deine Anstrengungen und verstärken ihre eigenen. Gut. Läuft ja.
Moral gestiegen, Moral gefallen. Verflucht. Hier sind wir am Götterstein. An unserem ersten Götterstein. Weit genug für heute, finde ich. Nach einem Tag voller Elend lassen Männer und Frauen unter dem Götterstein Rivaldius ihre bescheidenen Habseligkeiten fallen. Was machen wir jetzt? Wir haben unsere Häuser im Stich gelassen, weil plötzlich Mütter aufgetaucht sind. Das Oberhaupt ist meinem Rat gefolgt und nun sieh, was es davon hat. Sieh dir diese Leute an. Irgendwer muss sie zusammenhalten. Und zwar du, Rook. Ich? Aber du bist doch hier der Wüterschlechter. Ja, ein Warl. Sie sollten auf Leute hören, die wie sie aussehen. Was ist mit Otleif? Lass sie, wenn das einfacher für dich ist. Oh Gott. Und falls wir noch mehr Wütern begegnen? Das wird passieren. Um ehrlich zu sein, diese Leute können nicht mit Wütern fertig werden. Ich nehme an, dass wir für jede besiegte Schlacke zwei Verluste haben. Also fliehen wir? Nur wenn du Frauen und Kinder verlieren willst. Wir werden kämpfen müssen. Und es wird Tote geben. Verdammt, bei den Göttern. Warum passiert das nur? Überleg mal, wie ich mich fühle. Ich sitze mit einem Haufen Schwächlinge fest. Es ist dir nicht egal, ich weiß es. Pfah. Die Menschen sind eine schlimmere Plage in der Welt als die Wüte, soweit ich sehe. Es sind Gespräche wie dieses, auf denen unsere Freundschaft fußt, Alba. Ja. Du schläfst schlecht. Ewig steht die Sonne am endlos hellen Himmel. Bevor die anderen sich erheben, findest du dich wieder, wie du über lange, kiefernbestandene Kügel blickst. Der Götterstein thront über dir. Chrivaldir blickt mit seinen riesigen Augen in die gleiche Richtung wie du. Den Stein inspizieren, den Aufbruch vorbereiten. Nein, wir gucken den Stein selbstverständlich an. Der verwitterte Stein hat nicht viele Besucher. Er ist kaum ein Grund, so weit nach Osten zu reisen. Wenn Jäger hier vorbeikommen, bringen sie dem Gott bisweilen ein Opfer dar. Jedoch eher aus Gewohnheit. Jetzt, da die Götter tot sind. Rivaldir war der Gott der Jäger und der wilden Tiere. Gelegentlich wurde er gesichtet, wie er als Mensch oder als Wolf das Land durchstreifte. Auf Bildnissen ist er stets mit einem schrecklichen Speer dargestellt. Du fragst dich, was er davon halten würde, seine Wälder voller Wüter zu wissen. Ein kleines Mädchen aus der Karawane kommt auf dich zu. Dies habe ich für dich gemacht, sagt sie und gibt dir eine grobe Halskette aus einem Zweig, den sie in der Nähe gefunden haben muss. Danke, dass du meine Mutter gerettet hast. Damit läuft sie zu ihrem Zelt zurück. Zurück bei deinem Zelt wächst du Alette, die sich bei dir einhakt, bis sie richtig wach ist. Schlechte Träume. Schließlich wird das Lager abgebrochen und ihr setzt den Weg nach Frostweller fort. Es fühlt sich eher an wie ein Ende, als wie ein Anfang. Bjarkenrune. Okay, wir haben jetzt die Bjarkenrune. Und das kleine Mädchen mit seinem hölzernen Tand wird uns noch ganz schön helfen. Die Karawane kommt zum Stehen, als einige Männer auf dem Weg auftauchen. Sie legen ihre Waffen nieder. Wir haben gesehen, dass Wüter kommen, sagt einer. Denen möchten wir nicht alleine begegnen. Wenn ihr erlaubt, dass wir mit euch ziehen, zeigen wir euch ein Wasserloch mit genügend Tieren, dass ihr Vorräte wieder auffüllen könnt. In der Karawane erhebt sich ablehnendes Gemurmel. Man hat Angst vor Fremden. Den Männern gestatten sie euch anzuschließen. Was macht ihr so alleine hier draußen? Die Männer abweisen. Muss ja aufpassen. Es kann ganz schnell nach hinten losgehen. Also, was macht ihr so alleine hier draußen? Wir waren hier auf der Jagd. Da haben die Wüter unser Dorf gefunden, erzählt der Mann. Als wir heimkamen, er blickt beiseite und beendet den Satz nicht. Ja, schließt euch an. Wenn ihr keinen Ärger macht, kommt mit, sagst du. Die Männer begeben sich vorsichtig in eure Reihen und erweisen sich bald als vertrauenswürdig. An einem versteckten Wasserloch in der Nähe gibt es tatsächlich so viele Tiere, dass ihr euch mit neuen Vorräten versorgen könnt. Cool.
kann halt auch richtig in die Hose gehen, gell? Während einer Pause betrinkt sich einer der Männer und schüttet einem der Krieger seinen Met ins Gesicht. Eine Schlägerei entsteht. Diverse Faustschläge und ein Knochenbruch später wird der Tunichtgut Ravensvater vor deine Füße geschleudert. Wütende Clanmitglieder verlangen Genugtuung. Ravensvaters persönliche Verteidigung beläuft sich auf ein unverständliches Gemurmel. Eine öffentliche Entschuldigung von dem Vater, in Fesseln, bis er nüchtern ist. Die Rauferei mit einem Lachen abtun, die anderen auffordern, die Angelegenheit zu vergessen. Nö, komm, wir machen hier mal einen auf den hier. Die Rauferei mit einem Lachen abtun. Du blickst in die farbenfrohen und blutigen Gesichter, dann hebst du dein Methorn. Skull, rufst du lächelnd. Skull, rufen die jüngeren Krieger wie ein Echo. Die Ausgelassenheit kehrt zurück und bald lachen und trinken wieder alle. Oh ja. This is how you do it. Als ihr auf dem Weg nach Frostwelle ein kleines Dorf mit Betten und Nahrungsmitteln findet, ist die Erleichterung zum Greifen. Die Dörfler sind schockiert über die Nachrichten, die ihr bringt, und diskutieren untereinander, während ihr in der Nähe das Lager aufschlagt. Oh ja, Freunde. Und was in diesem Lager hier passiert und was für Gespräche wir führen werden, das kommt in der nächsten Folge. Also macht's gut, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und drückt die Glocke. Habe ich auch alles gesagt? Ja. Und wenn ihr das nicht möchtet, dann lasst es einfach bleiben. Denn es ist nicht wichtig. Ganz ehrlich, es ist nicht wichtig. Solange ihr Spaß habt mit den Videos und es euch gefällt und wir gemeinsam hier die Reise erleben, ist mir alles andere recht. Kein Problem. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.